Hi Freunde, Mottenmann hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Großschwert der goldenen Ordnung bekommen könnt. Es ist eins der 9 legendären Waffen im Spiel und wird für die Platin-Trophäe aller legendären Waffen benötigt, beziehungsweise für die Trophäe, die dann am Ende zur Platin-Trophäe führt. Egal ob auf Steam, auf PlayStation, auf Xbox, das Schwert ist auf jeden Fall wichtig für die Trophäe und es ist dazu noch extrem nice spielbar, extrem overpowered und kommt mit einer richtig geilen Fähigkeit. Wenn euch das Video gefällt und ihr das Schwert noch nicht habt, gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen, schreibt sie gerne in die Kommentare und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr kein Video mehr von mir verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Wie immer starten wir unsere Reise beim ersten Schritt, beziehungsweise auf der Karte beim ersten Schritt, um einfach eine bessere Orientierung zu haben. Und ihr müsst quasi durchs erste Gebiet gehen, dann durch das Gebiet der Akademie, kommt dann in die goldene Stadt, das ihr auch clearen müsst, und dann kommt ihr hier zu dem Geheimpfad zum Harlichbaum. Und an diesem Geheimpfad müsst ihr das geheime Medaillon benutzen, um in den linken Bereich zu kommen. Wie ihr das geheime Medaillon bekommt, um in das linke Schneegebiet zu bekommen, verlinke ich euch unten in der Beschreibung ein Video zu. Könnt ihr euch ganz in Ruhe angucken und euch das Medaillon besorgen. Wenn ihr jetzt in diesem Gebiet seid, müsst ihr quasi zum Fluss gehen und an dem Fluss einfach nur rechts entlang, bis ihr quasi auf der Karte unter dem Baum seid. Und hier ist eine Höhle, Höhle der Verlorenen. Und da gehen wir jetzt auch rein. Ihr braucht dafür 2 Steinwertschlüssel. Wer die Steinwertschlüssel nicht kennt, die findet ihr entweder einfach in der Welt, die könnt ihr bei Händlern kaufen. Und die gibt es auch manchmal als Belohnung von kleineren Monstern bzw. Bossen. Also die kriegt ihr alle Male und es werden 2 Stück benötigt für jede Figur ein und dann öffnet sich auch die Höhle. Ja, die Höhle an sich ist relativ kompliziert, weil sie viele Schleichwege in andere Gebiete bzw. in andere Ecken der Höhle hat und deswegen zeige ich euch den optimalen Weg, den ihr laufen könnt. Dauert ungefähr 2-3 Minuten, bis wir da sind und es gibt eine Menge zu sehen, was die Höhle so an sich hat. Was ich richtig cool finde, ist dieser Drache. Ich glaube, es ist ein Drachenältester, vielleicht ist es auch nur ein normaler Drache, ein Name-Drache, der hier halb im Eisohr eingefroren ist. Sieht ziemlich cool aus. Unten haben wir noch so ein paar Quallen, die wir gleich auch noch zu Gesicht bekommen werden und wie gesagt, hier den Drachen finde ich mega nice gestaltet, ist echt cool, einfach hier in dieser Eishöhle. Und auch generell, die Höhle an sich ist sehr, sehr fein gestaltet, es ist quasi eine eingefrorene Höhle, überall sind so ein paar Eis, ja, wie nennt man sie, Eiszapfen, die von oben herab, von unten herab kommen, sieht alles ziemlich cool aus und ihr müsst quasi genau den gleichen Weg laufen wie ich. Ihr lauft einfach nur geradeaus durch die Höhle und kommt dann hier relativ weit hinten links an so einen kleinen Pfad, wo ihr so ein bisschen hochspringen müsst, um quasi einmal hier etwas zu überwinden. Hier geht es nämlich dann quasi, also wenn ihr hier hochgehüpft seid, geht es hier rechts runter und hier müssen wir auch lang gehen. Einmal hier runterspringen. Und natürlich aufpassen, dass wir nicht sterben und kommen dann hier ins nächste Gebiet der Höhle und zwar zu den roten Quallen, die wir gerade schon gesehen haben und wo ich gerade schon gesagt habe, dass wir vorbeikommen. Hier könnt ihr auch einfach dran vorbeilaufen, die müsst ihr nicht unbedingt töten und wenn ihr die doch töten wollt, Vorsicht, die können vergiften mit ihren säurespuckenden Angriffen, so nenne ich es mal. Und dann kommt ihr wieder zum nächsten Loch, wo es wieder tiefer geht. Hier müsst ihr jetzt extrem aufpassen, dass ihr nicht zu tief fallt, also immer schön Step für Step runterspringen, bis ihr dann irgendwann mal ganz unten angekommen seid. Wenn ihr hier bei diesem Typ seid, der so ein bisschen, ja, der hier tot liegt, nennen wir es so, könnt ihr eigentlich ganz runterspringen. Das ist dann nicht mehr so weit, sieht höher aus, als es eigentlich ist. Und wenn ihr dann hier den Weg runtergeht, kommt ihr auch schon zum Bossraum, den ihr hier findet. Ja, kommen wir zum Boss am Ende der Höhle. Es ist der Kreuz, beziehungsweise das Kreuzfahrerscheusal, ist eigentlich gar nicht so schwer, der Boss. Ihr müsst nur gucken, dass ihr ausweicht. Der Boss ist relativ flink unterwegs. Hoppala. Falscher Knopf. Aber dafür kriegt er auch recht viel Schaden. Beziehungsweise ich mache ihm recht viel Schaden. Er hat das Schwert in der Hand, das legendäre. Und ihr seht schon die Fähigkeiten. Extrem cool von dem Ding. Ja, an sich, wie gesagt, der Boss ist nicht schwer. Hat ein paar Fähigkeiten. Vielleicht schafft ihr es nicht beim ersten Try. Aber wie gesagt, der ist nicht so schwer. Und wenn ihr schon eine relativ hohe Waffe habt, was ihr in diesem Spielstand schon haben solltet, dann ist es auch kein Problem, den einfach zu besiegen. Ja, wie gesagt, Kreuzfahrerscheusal, umhauen, ihr kriegt die Waffe als Belohnung, Großschwert der goldenen Ordnung.
Schauen wir uns das Großschwert der Goldenen Ordnung etwas genauer an. Es hat die Fähigkeit Ordnung herstellen von Haus aus, die meiner Meinung nach extrem stark ist und auch eine Menge Schaden verursacht. Angriffskraft hat es 86 körperlichen Schaden auf Level 1 und 103 heiligen Schaden. Um das Schwert aufzuleveln, braucht ihr Dunkelschmiedesteine. Wie ihr diese bekommen könnt, findet ihr natürlich Videos auf meinem Kanal. Von Stein Level 1 bis Stein Level 10, alles vertreten. Guckt euch gerne die Videos an. Es hat 100 kritischen Trefferschaden, beziehungsweise einen kritischen Wert von 100. Und die Attributskalierung Stärke E, Geschick D und Glauben C. Damit ist ein guter Allrounder und in vielen Situationen gut spielbar. Ist für so eine Art Paladin-Build extrem nice, weil ihr halt die Anrufungen spielen könnt in der einen Hand und in der anderen Hand das Schwert und beides sehr gut kombinieren könnt. Nötige Attribute braucht es Stärke 16, Geschick 21 und 28 Glaube, was extrem viel ist. Also 28 Glaube ist schon eine Menge. Ja, kommen wir zum Schwert an sich und wie es im Kampf, funktioniert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Also, wenn wir hingehen, wir drücken das erste Mal die Spezialfähigkeit. Ihr blendet die Gegner und wenn ihr danach direkt nochmal die Spezialfähigkeit drückt, macht ihr so eine Art Schwerthieb. Ich zeige es nochmal kurz bei dem Kollegen. Ihr geht also hin. Erste Mal drücken. Blind. Ja, ich war zu weit weg. Blind. Und dann der Schwerthieb. Nochmal kurz bei dem. Erste Mal drücken. Blind. Zweite Mal drücken. Schwerthieb. Der eine Menge AOE-Schaden macht. Also für mich eine echt coole Waffe, könnt ihr in vielen Situationen spielen. Gerade in so Situationen wie dieser, wo ihr eingekesselt werdet, weil ihr halt viele Gegner auf einmal trefft und auch mit der zweiten Fähigkeit, dem AOE-Schwert, eine Menge Schaden an Gegner um euch herum macht. Natürlich bin ich jetzt im Low-Level-Gebiet, aber das Schwert ist auch nur auf Level 1. Je weiter ihr kommt und je besser ihr das Schwert verbessert mit den Dunkelschmiedesteinen, umso mehr Schaden macht's. Und ja, ich finde, ist eine ziemlich coole Waffe, die sich extrem lohnt zu spielen. Also holt euch auf jeden Fall das Schwert, probiert das Ganze auf jeden Fall einmal aus und ihr werdet am Ende auch nicht enttäuscht sein. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch der Guide gefallen hat, gebt gerne einen Daumen nach oben, würde ich mich drüber freuen. Habt ihr noch Fragen oder Anregungen zu der ganzen Sache, schreibt gerne in die Kommentare. Und lasst auf jeden Fall ein Abo auf meinem Kanal da, damit ihr keine Videos mehr zu Elden Ring verpasst und immer auf dem Laufenden bleibt. In der Beschreibung findet ihr noch meinen Discord-Server, da sind wir inzwischen über 800 Mitglieder drauf, die unter anderem Elden Ring zusammenspielen, New World, Warzone, Fortnite, Minecraft. Alles ist vertreten, von der Altersklasse, ich sag mal 18 plus bis 60 ist alles vertreten und wir haben einen New World Clan drauf, wir haben viele Elden Ring Spieler, wir haben Sprachchats, wir haben Textchats, wir helfen uns gegenseitig sehr viel, also wenn ihr da hinkommt und vielleicht einen Boss nicht schafft, kommt ihr gerne drauf, sagt, ey, ich bin bei dem und dem Boss und schaff's nicht, ich spiele auf PS4 und es wird sich wer finden, der euch hilft. Egal ob PS4, PS5, Xbox, PC, ist wirklich alles vertreten, also werdet Teil der Community, helft anderen Spielern, bekommt selber Hilfe und werdet einfach Teil vom Mottenschwarm. Würde mich sehr freuen. Ja, sonst findet ihr in der Beschreibung noch meinen Twitch-Kanal. Da bin ich auch heute Abend noch online. Lasst gerne ein Follow da. Falls ich offline sein sollte und ihr das Video vielleicht morgen erst schaut, lasst auch gerne ein Follow da und sagt beim nächsten Mal Hallo, wenn ich online bin. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ja, das war's mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Mottenmann. Ciao.